Gut, so, was wollten wir denn hier jetzt kaufen? Ich glaube, dass hier Lebensmittel ganz günstig sind. Hier ist gerade alles ganz schlecht. Wo geht's hin? Nach Boston, ne? Ja, hatten wir nicht müssen irgendwie... Wir sind ja in Portland, da muss ja nach Boston. Wir müssen eh Lebensmittel nach Boston bringen. Siehste, na dann. So war das doch, haben wir schon wieder fast vergessen. Nehmen wir mit. Ja, fast so als gestern hätten wir eine Pause gehabt zwischendurch. Frankie! Frankie, haben Sie den Brief Frankie. Zu meiner Liebsten gebracht? Also ich kann nur sagen, hier kriegt man ein bisschen Geld, wenn man das macht. Okay, wie viele Erfahrungspunkte bekommt man denn da? Weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Bei oben bekommst du 200. Echt? Ja. Ich weiß, dass man hier 50 Dollar kriegt. Ich weiß nicht, was man an Erfahrungspunkten kriegt. Ja. Ich meine, ist doch die Frage, möchte man sich mit dem anlegen? Weil der heißt schon Workman und der sieht doch aus wie jemand, der die Axt die ganze Zeit dabei hat. Wir sagen einfach mal das hier. Ja. Und dann sehen wir auch gleich. Es gibt man kriegt keine Erfahrungspunkte. Nur 50. Das heißt, hier muss man sich entscheiden, Erfahrungspunkte oder Geld. Doch. Lügt man 200. Oder? Doch, okay. Geht. Okay. Warum sollte man dann ehrlich sein? Weil du es ja nicht weißt. Was ist das denn für eine Moral in diesem Spiel? So, okay, wir wollen jetzt ein bisschen Geld nach machen, Boston. Ne? Nach Boston. Genau, wir müssen eh nach Boston. Ja, Schnucki, komm mit. Schnucki? Die will auch nach ist Boston. Okay. Und er will auch nach Boston. Auch nach Boston. Gucken wir doch mal. Das passt ja, die hat kein Gepäck. So, stell dich doch mal ein bisschen nicht ans Fenster. Setz dich mal dahin. Elias geht da in die Ecke. So, einer muss das Ding also fahren. Macht an sich keinen großen Unterschied, wohin man die platziert auf dem normalen Wege. Wenn man im Kampf ist, was anderes, aber. Ja, wer schreckliches weiß. Wetter. Ich würde lieber in Miami wohnen. Der Zug hat immer Verspätung. Ich finde auch das richtig cool, dass das. Die laufen halt rum und machen Dialoge und. Das ist auch. Oder Monologe. Das ist cool, das ist lebendig. Man könnte es auch weglassen, es würde nicht auffallen, wenn es fehlen würde. Oder wenn es nicht da wäre, aber es, so macht es das Ganze noch ein bisschen realer. Oder das stimmt. Immersiver. Wie der Fach. Wir haben 3 Tage lang keinen Tabak. Nein! Chaka. Ich muss ja sagen, so als ich die Bilder das erste Mal gesehen habe, hat mich das sehr an Railroad Tycoon erinnert und dachte so, aha, eine Kopie davon. Wow, nein, nicht! Ach ja, nee. Ha, gut, dass du dabei bist. Oh. Dann werden wir die Zeit vorstellen. Aber wir können ja schon mal Passagiere. Larry ist erledigt. Portland, wollen wir zurück nach Portland? William ist doch, glaube ich, auch in Portland, oder? Willard ist Philadelphia. Nee, Philadelphia. Ja, Josiah gut. Ist Buffalo. Buffalo. Das ist die Frage, was sie vielleicht als Aufträge haben. Kann die was nach Portland, würde ich. Ja. Die hier? Ja, einfach mal gucken. Die Zeit vor. Vielleicht. So, nee, erstmal das hier, 280 plus 10 yeah. Für Boston. 5 Tabak nach Utica, wir können mal hinfahren. Ja, wir waren ja schon lange nicht mehr in Utica. Total lange nicht. Yay. Yeah. Okay, so, du willst nach Portland. Wir fahren jetzt aber nicht nach Portland. Wir fahren nach Utica. Buffalo ist dann da drunter, was haben wir noch nicht freigekauft? Naja, nee, wir wollen ja erstmal die neue Lok kaufen und die kostet ja nur 2200 und wir sind schon bei 1700. Wir können danach nach Portland fahren. Aber wir müssen noch eh hier durch. Ach stimmt, wir kommen ja wieder. Wir kommen wieder. Boston ist ja so eine Dreh- und Angelpunkt. Apart. Das Schlimme ist, einige der Züge kenne ich auch aus Railroad Tycoon. Zum Beispiel ein Pioneer. Banditenhaltung minus 6. Die Frage. Du musst nicht kämpfen. Das ist dein Spiel. Wir können ja mal einen Fluchtversuch machen. Das haben wir noch nicht gemacht. Stimmt, das haben wir noch nicht gesehen. Das haben wir mit der Lok auch noch nicht probiert, aber die ist auch eh langsam. Ja. Aber wir können es jetzt mal versuchen kann man. Dann sieht man mal, wie das ist, wie das funktioniert. Ja. Huhu. Wir geben also mal volle Kanne. Stopp. Und das ist der Booster. Da kann man einmal raufdrücken. Genau, jetzt gibt es hier mehrere Dinge, die man beachten muss. Zum Ersten,
gibt es eine Geschwindigkeitsanzeige. Das ist dieser Tacho. Der ist insoweit wichtig, weil Kurven ein großes Problem darstellen, wenn man zu schnell ist, dann kriegt der komplette Zugschaden. Der Dampfdruck im Kessel ist die Anzeige über diesem Schieberegler. Wenn die im roten Bereich ist, kriegt der Dampfkessel Schaden und man kann mit dem Hebel entsprechend den Dampfdruck regulieren. Und oben in der Anzeige, oben in der Mitte, ist so eine Weganzeige, wo man sieht, wie schnell man fahren dürft. Und unser hinterer Wagen brennt im Übrigen. Nein! Da kannst du mal Sandro hinschicken. Sandro, lösch mal! Immerhin ist er Feuerlöscher. Du kannst ja auch die Fähigkeit mal auslösen von Sandro dafür. Geht nicht. Sandro ist doch Feuerlöscher. Genau, mit dem. Das habe ich noch nie gesehen und noch nie gemacht. Dass die Pferde dann wild werden. Ja! Ich bin noch nie geflohen. Und da kommen sie schon wieder. Und könnte man nicht immer wieder diese Tut-Tut machen? Ja, weil das hat einen Timer. Das hat so einen Cooldown hier. Ah, ich sehe es. Ah, I see. Da brennt es wieder im Laderaum. Uiuiuiuiuiui. Und unter dem Tacho sind auch noch Anzeigen für den Füllstand des Kessels. Wie viel Kohle im Kessel noch ist und wie viel Kohle man überhaupt noch zur Verfügung hat. Und Ephraim müsste mal einen Heiltrank schlucken. Hat er gerade, aber es hat nicht so wirklich viel gebracht. Okay. Und wie lange geht denn so eine Flucht? Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie geschafft. Noch 10 Meter, noch 100 Meter, da oben steht's. Aber jetzt ist einer an Bord. Oh. Kämpfen! Wieso kämpft keiner mit dem? Hallo? Was macht der? Kämpft gegen den. Junge! Der macht meinen Zug, der koppelt den ab. Der gab echt cool. Weiß ich nicht, der hat da rumgefummelt. Das hab ich auch noch nie gesehen. Coole Sache. Alles Dinge. Komm schon! Noch 300 Meter. Nee, noch 30 Meter. 20. Schneller! 10. Vermutlich kommt ja eine Brücke oder so. Oh, ja. Geschafft. Oh, wir haben auch Geld bekommen. Und richtig Erfahrungspunkte. Cool. Aber wir haben auch richtig viel Schaden gefressen. Der hintere Waggon ist halb kaputt. Der ist durchlöchert. Und da ist kein Krankenhaus. Okay, also er hat keinen mehr. Gar keinen Heiltrank mehr. Hallo? Hat keiner mehr einen? Haben die den automatisch genommen? Einen habe ich genommen. Also ihm habe ich den gegeben, aktiv. Ja, der hat den ja auch verbraucht. Die anderen haben ja so wenig. Bin ich Schaden. Automatisch genommen oder so. Na gut, nein. Nein. Schon wieder nein. Auftrag. Ach, das war hier. Ach Mann, ey, ich vergesse sowas immer. Okay, muss ich jetzt aber vorschlagen. Nein. Warum nein? Wir können reparieren und wenigstens in der Zeit. Schon mal ein bisschen. Wir müssen ja nicht voll reparieren, aber wir brauchen ja mindestens 8 Stunden. Und du könntest ja so einstellen, dass wir 8 Stunden reparieren. Das bringt ja gar nichts. Ernsthaft. Das bringt wirklich nicht viel. Nee, das kann man doch erst. Naja, ist halt. Dann haben wir es schon mal. Wir warten 8 Stunden. Die 8 Stunden verbrauchen wir so oder so. Also, wir können es noch mehr machen. Ich meine, mindestens 8 Stunden würde auf jeden Fall Sinn machen. Ich finde, wir machen voll. Ja, richtig. Obwohl, das ist besser, wenn die im Krankenhaus sind. Ja, deswegen lassen sie jetzt einfach alles 8 Stunden reparieren. Und dann, geht nicht. Na, dann halt Pi mal Daumen 8 Stunden, aber dass wir da ein bisschen die Zeit. Und dann kann man das im Krankenhaus, genau, wenn die im Krankenhaus sind, kann man das dann. Deswegen hat ich halt. Habe ich mich immer so gefreut, wenn sie Meditation hatten. Ja, natürlich. Wenn sie Meditation hatten, weil das war dann so viel angenehmer. Er wird noch repariert. Der wird noch repariert. Die wird noch repariert. Die wird noch repariert. Da unten ist ein Reparaturbalken drunter. Ein Hammer. Nee, das ist für eine neue Reparatur. Ach so, das ist für eine neue? Okay. Der ist jetzt. Dann nehme ich das zurück und behaupte das Gegenteil. Also, der ist ja noch nicht voll repariert, aber wir haben ja nur 7 Stunden gesagt. Ja. Und der ist in Reparatur. Nein. Ich wollte jetzt nicht auf Abbrechen drücken, weil ich dachte, dann breche ich die Reparatur ab. Ja, ist
ist sehr schlecht formuliert gewesen. Aber naja, gut, wir können jetzt die Sachen abgeben, das Ding ist offen. Das ist auch süß. Tabak, 5 Pieces to Utica. Vor allem das Schlimme ist, das ist ja von einer deutschen Firma, ne? Echt? Von Dedelic. Das ist eine deutsche Firma? Dedelic? Okay, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was. Die haben Deponia gemacht und Harveys neue Augen. Edna bricht aus. Satinas Ketten. Guck mal, wir kriegen $500 für 3 Stahl. Für 3 Stahl 500 ist halt echt gut. Na? Und das 22 Terren, das schafft man auch, ja. Ja, klar. Das machen wir. Ja, auf jeden. Okay. Detroit ist noch ein bisschen ist weit auch was weg, Nettes. Aber. 8 Tage nach Detroit. Nee, da ja, Detroit. Gar nicht hin. Ist hier noch irgendwas Nettes? Nee. Okay, wir müssen unbedingt ins Krankenhaus. Und wir fahren nach Portland. Na, dann passt das doch. Portland war ein Krankenhaus, ne? Ich weiß es nicht, aber wir fahren ja eh durch Portland durch, oder? Nein, Portland ist doch dieser Sack. Nee, Portland ist oben. Portland hat keinen. Aber Boston hat einen, da fahren wir ja vorbei. Da müssen wir ja vorbei, genau. Gibt's denn noch außer, was hat denn der andere? Portland. Pittsburgh. Pittsburgh. Ey, das ist Pittsburgh waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Wie viel Zeit haben wir denn? Wir haben ja eigentlich 13 Tage. 13 Tage, ja, schaffen wir locker. Okay. So, aber wir können auch noch was mitnehmen. Ich tippe mal auf den Alkohol. Alkohol, ne? Ja. Ja. Yo. Yo. Okay. Gut. Krankenhaus. Ach, wie heißt da hinten Kohl und Dampf? Wir kommen. Da ist auch ein Lager. Auf dem Weg nach New York. 28 Stunden, so viel Zeit haben wir noch. 87? Ja, kann man machen eigentlich, ja. Also sind mal nett, immerhin Alessandra Ceballos. Man möchte ja nett und hilfsbereit sein. So, wie viel Zeit haben wir für den Typen jetzt noch? Ach, ich vergesse auch immer, die hier abzustellen. Das finde ich ein bisschen schade auch, dass das dann irgendwie nach... Na gut, macht natürlich auch wieder Sinn. 8 Tage. 8 Tage haben wir nach noch. Portland. Wir brauchen 3 Tage nach Portland. Ja, aber wir wollen jetzt ja auch ins Krankenhaus und alles. Genau, deswegen, dass man das im Hinterkopf hält. Okay. Das heißt, wir haben 5 Tage sozusagen jetzt Zeit. Genau. Okay. Gut. Wieso sagen Fremde immer, ich würde merkwürdig reden? Es dauert 14 Stunden. Ach, 14 Stunden. 16 Stunden. Ein Tag 59. Oh! Ja, gut, aber so viel Zeit haben verletzt. Wir ja. Ja, das haben wir ja. Guck, ist auch besetzt hier. Dann können wir entsprechend jetzt noch einen Tag unsere Züge reparieren. Genau. Das ist halt echt viel Planung, die dahinter steht. Ja, das geht. Das ist halt genau 1 Minute länger. Mann. Ist es fertig? Wurde vorzeitig beendet. Wieso? Der ist doch... Warte, hast du jetzt auf OK gedrückt und das wurde jetzt trotzdem angebrochen? Na, nicht! Oder sind wir schon fertig mit allen Heilungen? Stunden. Ach so, dauert. Ja, deswegen. Das habe ich gar nicht gesehen. Du bist so übermütig. Ja, Alter. Ich habe das nicht gesehen. Übermut tut selten gut. Ja. Schlechte Sprüche und so. So. Gut. Jetzt müssen wir aber nach Portland. Warte mal. Genau. Gibt es irgendwen, der mitmacht da? Den müssen wir da hinbringen. Gepäck. Das steht drüben auf dem.
Mir ist das auch schon so oft passiert, dass ich das habe stehen lassen. Ich habe das beim ersten Mal ehrlich gesagt nicht mal gerafft, weil am Anfang alle ohne Gepäck unterwegs waren und ich das dann nicht mitgekriegt hatte, dass da plötzlich was vom Gepäck stand. Ich habe einfach nur auf Annehmen gedrückt und dann war ich in der Stadt und dachte, hä, wieso steht da jetzt beschaffe einmal Gepäck? Wo finde ich denn jetzt bitte schön Gepäck? Weil beschaffe klingt irgendwo, beschaffe das irgendwo. Ja. Beschaffe, finde, und, ja, klau ich einfach. Ich konnte nicht abliefern, weil ich auch nicht auf die Idee kam, dass das vielleicht noch eine Stadt ist. Und ich dachte auch, das wäre dann am Bahnhof. Ja. Das ist mal irgendwie ganz skurril. Das ist eine kleine Lücke im Spiel auf jeden Fall. Ja. Eine inhaltliche. Definitiv. So, ja, jetzt fahren wir nach Portland. Möchte noch jemand mit nach Portland? Aber wir fahren danach nach Utica. Ja. Also können wir die Tante auch mitnehmen. Nee, geht nicht. Und Philadelphia ist jetzt mal ganz schlecht. Buffalo. Nee, wir wollen ja eigentlich Geld sparen, ne? Also fahren wir so. Genau. 2200 müssen wir holen. 2200. Ja. Plus ein bisschen Bonus. Emanuel Todd. Wir haben keinen Platz, oder? Doch, wir könnten ja gucken, ob wir die alle holen. Warum nicht, ne? Wow, ja, klar. Dann kann man da vielleicht noch ein bisschen was kaufen. Ich würde auch lieber auf Baumwolle gehen, weil das ist ein richtig guter Preis. Wir hatten noch keine Kontrolle, aber die kommt bestimmt jetzt, wenn wir die Munition kaufen. Ja. Sanford, können wir den mitnehmen? Ist das ein Passagier oder ein Anheuermensch? Anheuermensch, was kann aber der auch denn? Nur. Ach, Mann, ja. Das. So ein Indianer wäre, also, Entschuldigung, ein amerikanischer Ureinwohner wäre auch nicht schlecht. Warum? Der hat mal andere Sachen. Der hat, glaube ich, so. Ach so. Pfeil und Bogen. Mhm. Und halt Messer ist Tomahawk. Unterschiedlich. Was eine Fähigkeit ist, die wir auf jeden Fall gut gebrauchen können, ist die Reparaturfähigkeit. Es gibt ja die Möglichkeit, dass einer die Wegen das unterwegs stimmt. Repariert. Richtig. Das lese ich immer nur und das hatte ich aber noch nicht. Ich auch noch nie. Okay. Gut erledigt. Yay! So, jetzt müssen wir die drei Stahl. Ach ja, habe ich gar nicht dran gedacht. Memphis, können wir jetzt ja mal gucken. Hin. So. Dann erstmal hier. Hier. Baumwolle. Boah, schön. Hier ist kein Stahl. Nee. Wir müssen also erstmal Stahl besorgen. Das heißt, dann fahren wir jetzt wieder nach Süden. Ja, wir müssen ja einmal auf jeden Fall nach Süden. Vielleicht ist es in Boston. Vielleicht gibt es da Stahl. Ja, Boston oder New York vielleicht, ne? Ja. Dann nehmen wir aber was mit. Ja. Was nehmen wir mit? Hier, der produziert irgendwie nichts. Der hat nichts das Vernünftiges. Nicht. Das nicht. Das nicht. Das würde nur ein. Pelze, ein bisschen, aber hat er nicht. Tabak könnte man mitnehmen. Besser als nichts. Alkohol. Alkohol kann man mitnehmen nach Boston. Alkohol oder Tabak? Naja, Alkohol, das ist fast der dreifache Preis. Okay. Will hier jemand nach Boston? Ja. Ja, schon. Komm mit. Judy will auch. Auch nach Boston. Nehmen wir auch mit. Gut, also das machen wir später nochmal. Das hält. Ein bisschen Spucke drauf und dann hält, dann zieht sich das. Haubitzen können gegen Gebäude eingesetzt werden. Hast du eine Ahnung, was für Gebäude? Nee, bisher kenne ich nur diese komischen. Nee, wir können weder Leute mitnehmen noch. Na gut. Echt? Wie können wir denen helfen wir können, oder so? So, na gut, okay. Nein, okay. Es kommt auch nicht oft genug, dass man sagt, man fährt einfach mal leer los. Ja. So. Ist doch schick. Hier ist Stahl, hier ist Stahl, aber es ist kein so guter Preis. Ne? Aber wir kriegen 500 für drei Stapel. Aber die haben nur zweimal. Ja. Dann würde ich erstmal noch nach New York fahren und da gucken.
Ja. Ja, dann nehmen wir da noch irgendwas mit nach New York. Ja. Yeah. Jefferson Davis ist Präsident der Konföderation. Aha, der Konföderierten. Boston produziert gerade nichts. Die produzieren. Die verbrauchen gerade nur. Schmuck kannst du mitnehmen nach New York. Oh ja, Schmuck. So. New York. Möchte jemand nach New York? Utica, New York. Philadelphia. New York. Buffalo. Zwei Jeromes? Zwei Jeromes nebeneinander? Oh, der will nach Richmond. Ist übrigens. Aber das ist ein Böser, das ist ein Bandit. Da waren wir eh nicht hin. Und der Jerome. Ach, das ist wieder einer von denen. Genau. tja, also. Hey, Jerome, kennst du schon Jerome? Utica fahren wir ja später, dann können wir die ja theoretisch schon mal mitnehmen. Ja, ja. Nee, ja. Geht nicht. Nee, können wir nicht. Gut, wir nehmen dich nicht mit, wir fahren jetzt ohne Passagiere. Ist eh viel sicherer. Total. Wir fahren jetzt erstmal nach New York und gucken nach Stahl. Jetzt kommt eine Durchsuchung. Ah. Jetzt kann man auch sogar noch sagen, wir greifen an. Nein, nicht die US-Soldaten, auf keinen Fall. Wir können ja mal gucken, was die so haben. Vielleicht geben die noch mehr Geld für Schmuck als 200 irgendwas. Wir haben irgendwie richtig günstig Werkzeuge. Alter, für 35, Verlust. Ja. Weiß, ich meine ja nur. Ja. Und was kann Albert? Oh, vielleicht kann Albert. Das ist immer ein Soldat. Vielleicht kann der irgendwas Tolles. Fernkampf. Oh, Kanonier. Und das ist es halt. Das ist, wenn man ein Geschütz hat, so sollte man so eine Fähigkeit eigentlich haben. Guck, das ist auch noch nicht übersetzt. Oh Gott, increased territorial distance. Das Problem ist, ich müsste dann einen hier lassen. Ja, nee, das ist, wir haben ja auch noch kein Geschütz, aber nur so für die Zukunft, dass ja, man Sandro. Das mal. Oh, der hat ein Level Up. Da, der hat. Nee, doch noch nicht, ich dachte. Ich höre einfach nicht auf mich. Okay. Knochenbrecher, ist auch nett. Ja, wenn man den Nahkampftypen ausbaut, ist das auf jeden Fall nützlich. Es ist beides Nahkampf. Ja. Du könntest aber auch stärker machen, weil der hat Wurfreichweite. Dann gibst du ihm die Handgranaten, oder? Die Bomben, weil das ist doch Wurfreichweite, oder? Kann gut sein. Das, was dafür zählt? Weiß es nicht. Müssen auch mal gucken, ob wir das mal irgendwie loswerden, das Messer. Na gut. Okay. Und weiter geht's. Hier ist Stahl. Oh, und zwar richtig günstig. Okay, wir brauchen auch nur drei. Ja. Und dann können wir noch Tabak mitnehmen, ne? Ja. Auch nur noch einen, okay. Stahl ist so schwer. So, wir fahren nach Utica. Oder nach Boston. Portland. Nee, Portland ist, liegt nicht auf dem Weg. Ja, wir fahren jetzt nach Boston und dann nach Utica. Da will keiner in die Richtung. Also Pech. Können wir halt nicht mit. Ganz Smith mal vorbeigucken. Dann können wir vielleicht die Messer mal verkaufen. 16. Oder 16. Naja, ich glaube günstiger. Da sieht man. Na, der besser wird's nicht, ne? So meine ich das genau. Aber der hat eine schöne Rifle. Das ist ein richtig schönes. Aber rot heißt doch eher, dass das teuer ist, oder? Ja, dass es richtig teuer ist, genau. Aber das ist ein schönes Gewehr bestimmt, oder? Was kann das? Sag mal. Karabiner. Karabiner hat natürlich auch nur einen Schuss, Magazin von 1. Ist nicht. Ja. Ein schickeres Messer. Wir hatten noch nicht so viel Nahkampf, aber. Nee. Na gut, dann nichts. Dann nicht. Ich kann auch mal so eine Bombe mitnehmen. Haben wir nicht zwei Stück? Ja, stimmt. Dann. warte, guck mal im Depot. Wir haben genügend Geld. Also, wir können uns eine bessere Lok kaufen. Das wäre die nächst bessere, ne? Ja. Können wir uns jetzt leisten. Wir brauchen natürlich deutlich mehr, aber das dürfte kein Problem sein, weil wir ja auch, glaube ich, mehr
Kohle denn laden können? Ja. 10 Kilo ist halt schon echt viel. Ja, 2000 mehr. 10 Tonnen mehr, da können wir noch mehr Stahl mitnehmen. Ja, Stahl. Okay, ja, dann komm, her damit. Genau, dann kannst du die andere verkaufen. Die gute alte. Ja, die hat gute Dienste geleistet. Die DeWitt Clinton. Ha. Und da sieht man 900 PS, die hat doppelt so viel PS. Hat aber auch Verbrauch von 19,4 Kilogramm Kohle pro Kilometer. Meine Güte. Ja, das wird jetzt mehr. So, und jetzt könnte man überlegen: Wir haben noch 1400 Gold. Nehmen wir, was, ob wir noch weitere Waggons nehmen. Ein Waggon könnte ja vielleicht noch dran passen. Oder ein Austausch eines Waggons oder so. So einer wäre halt nett, ne? Dass man dann 10 Waren mitnehmen könnte. Aber wir haben noch 5 Kilo. Ja. Aber unser jetziger kostet 9 Tonnen. Das habe ich mir gemerkt. Und der kostet 3 mehr. Das heißt, wir wären dann schon fast voll wieder. Ja, das stimmt. Das heißt, wobei das ist. Aber du könntest dann mehr Tabak und Baumwolle transportieren? Genau, diese kleinen Sachen gehen deutlich besser. Ja, Stahl wird nicht. Wollen wir das trotzdem werden. Machen? Komm, machen wir. Machen wir? Druff da. Ja. Wir hätten den schon mal gekauft. Ja, wir hätten ihn auch behalten können. Wir können den hier auch behalten quasi. Und hier stehen lassen. Können wir auch machen. Ja, dann müssen wir müssen ja nicht verkaufen. Ich meine, was kriegt ja nicht man dafür? 269. Das war es jetzt nicht so. Ja, viel komm. Geld. Wir lassen den in New York stehen. Genau, wir können ihn reparieren lassen, hier. Solange wir weg sind. Yes. Ja. Mensch, vier. Klar. Nichts. Den will ich haben. Man könnte. Ach, warte mal, klick mal auf so einen Wagen, man kann auch die einzelnen Abteile reparieren, aufwerten. Ja. Und was bringt das? Ja, es hätte jetzt plus einen Frachtraumplatz gebracht. Ja, aber. Das, wie viel kostet das? Da zum Beispiel, genau, können wir denn mehr Leute zum Beispiel nee. Haben? Haltbarkeit, feuerbeständig. Nee. Feuerbeständig. Und im Passagierraum? Passen da denn vielleicht mehr Passagiere rein? Nein. Na, schade. Aber das könnte man jetzt im Auge behalten, dass man den Platz in unserem großen Wagen noch erweitert, in unserem Zehner. Den hier, ne? Ja, kostet ich mein, 150. Aber es nützt ja noch nicht so viel, weil wir sind ja jetzt schon. Wir müssen es ja nicht jetzt machen, aber nee. Für die Zukunft kann man das denn im Auge behalten. Weil jetzt können wir auch den Wagen, zum Beispiel die Lokomotive, was kostet, genau, die Lokomotive können wir dann auch noch erweitern und dass die mehr trägen kann. Trägen kann. So ein bisschen können wir jetzt trägen noch kann. Tabak mitnehmen, denke ich mal. Ach ja, Tabak, ja nichts. Guck, passt. Sehr gut. Was kostet denn die Aufwertung jetzt der Loks? Wenn wir da jetzt Tragkapazität, also PS erhöhen wollen. Das ist ja. Kohle. Der? Ofen. Motorkraft. Das da, Motorkraft, genau. 160 wären 50 PS mehr. Okay, warte mal, wir haben jetzt eine PS von. Wir haben jetzt eine Tragkapazität von 83, das durch 900 mal 950. Wir würden dann 46,2 Tonnen tragen können. Echt? Wenn es linear geht. Was ich mal davon ausgehe. Ja, komm, wir machen das mal. Dann haben wir unsere lineare. Können wir gucken, ob es eine lineare. Nö. Nee, es ist nicht linear. Interessant. Aber trotzdem mal ein bisschen. Ja, Schaden kannst du nicht, ne? Haben. Was ist das? Ach, das ist der Booster. Haltbarkeit. Rüstungsschutz. Feuerschutz. Okay. Naja, kann man alles mal im Blick behalten. Und du bleibst ja, hier schön stehen. Genau. Ja, weil irgendwann, wenn wir noch eine bessere haben, können wir ja auch. Vielleicht alle anhängen. Ja, das stimmt. Gut, jetzt müssen wir nach Utica. Ich glaube, hier war keiner, der dahin wollte. Aber und auch nach Boston, was dazwischen liegt, nicht. Nee. Nicht so wirklich. Den könnte man mitnehmen, aber. Ja. Aber. Jetzt waren wir so gebunden, ne? Ja, aber ey. Wir sind auch sonst. Wir könnten höchstens Post mitnehmen. Nach Cleveland, nee. Ja, gut. Wir müssen noch gucken, wie schnell wir jetzt eigentlich sind. Das haben wir jetzt. Ich weiß jetzt nicht, weil die soll ja langsamer sein. Ist nicht genau das gleiche. Ich
Ich glaube schon, dass es fast die gleiche Geschwindigkeit ist. Und es gab doch auch eine Übersicht über alles, was man hat, oder? Gab es? Ja, ich meine schon. Das weiß ich denn nicht. Vielleicht auf dem Helm, auf dem Zylinder? Nee, das ist der Ruf. Ach so. Minus 7. Sind bei den Banditen auch sehr beliebt. Total. Bei den Südstaaten. Warum sind wir nicht für die Südstaaten? Wer hat gesagt, wir sind nicht für die Südstaaten? weil ich nicht zum Ku Klux Klan gehören möchte. Was? Okay. Aktien. Ökonomie, genau. Vielleicht ist es da. Nee. Ich hab's aber irgendwo. Ja, das. Ja, ich erinnere mich auch, dass ich das mal irgendwo gesehen hatte, aber. Ereignisse. Hier. Ah. Hier sehen wir nämlich auch, dass er in New York steht. Wie schön. Das heißt, wenn man das vergisst, kann man hier nochmal gucken, was gerade wo rumliegt. Ah, fantastisch. Gut, 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 gut. Das ist wirklich gut. Da sieht man auch, welche Güter da vielleicht noch mal vergessen wurden. Ja. Wenn man jetzt sagt, ach kacke, ich habe irgendwas. Können wir das verkaufen? Können wir hier unseren Tabak verkaufen? Ich habe den doch gerade hier eingeladen. Nein, den hast du in New York eingekauft. Da will ich alleine spielen, spiele ich genauso Panne. Das ist mir bewusst. Ich habe auch schon irgendwie, war ich in der Stadt, wo Robert war und habe gar nicht mit ihm gesprochen. Sehr gut. Sehr gut. So, jetzt geht's nach Utica. Was lohnt sich denn in Utica? Ach du Kacke. Das ist ja ein Traum. Nämlich nichts. Oh, hatte ich nichts. Munition, aber das ist verboten. Schmuck. Schmuck, ja. Immerhin 21 pro. Das ist besser als gar nichts. Auf jeden Fall, das stimmt, das stimmt. Wir haben aber noch Platz. Ja, ist die Frage, was wir noch mitnehmen. Aber hier lohnt sich halt nichts. Nee. Wenn wir jetzt eh noch nach, nach Boston müssen wir eh wieder zurück. Ja. Das heißt, wir haben nichts davon, jetzt was zu kaufen, um es irgendwo anders hinzubringen. Weil ja, wir können nach Boston, wir halt müssen wir eh wieder fahren. Fahren wir jetzt erstmal los. Genau. Utica! 3 Tage, meine Güte. Oder haben wir ja aber die Wahl?